Monosem stellte 2013 das Monoshock-System vor. Die Federung mit einem Stoßdämpfer in den Parallelogrammen der Seeaggregate gibt es in dieser Form an keinem anderen Maislegegerät. Im Test haben wir die mechanisch angetriebene Vereinzelung getestet. Monosem bietet aber auch einen elektrischen Antrieb für die NG Plus M. Das Dämpfungssystem für die Schare bekommt von uns den ersten Pluspunkt. Die Düngerschnecke führt von hinten direkt in den Tank. Damit ist das Befüllen ohne Öffnen des Behälters möglich. Kleiner Minuspunkt: ohne Kamera ist die Schnecke beim Rückwärtsfahren überhaupt nicht zu sehen. Mit 1500 Liter bietet der Monosem-Tank das größte Volumen im Test. Unser zweiter Pluspunkt. Allerdings muss man den Dünger zu den Seiten verteilen, wenn man dieses Volumen komplett nutzen will. Mit 52 Liter bieten die Saatkästen bei Monosem ein etwas geringeres Volumen. Bei der Einfüllhöhe liegt das Gerät im Mittelfeld der Testgruppe. Besonders gut hat uns bei dieser Maisrille die Restentleerung gefallen. Die Spuranreißer sind doppelt geklappt. Sie lassen sich also komplett hydraulisch ein- und ausfalten. Auch die Monosem-Vereinzelung arbeitet mit Unterdruck. Hier hatten wir nichts auszusetzen. Die Zellenräder reagieren relativ unempfindlich auf die Korngröße und Form. Der vierstufige Abstreifer lässt sich feinfühlig einstellen. Durch ein Sichtfenster kann man die Zellenbelegung gut kontrollieren. Das Dämpfungssystem beschert dem Monosem-Gerät einen ausgesprochen ruhigen Schallauf. Die Aggregate bewegten sich auch auf stark klutigen Böden spürbar weniger als bei anderen Testkandidaten. Dadurch, dass die Vorspannung der Stoßdämpfer entgegen der Zugkraft wirkt, haben wir bei diesem Gerät mit 240 kg auch den höchsten Schardruck gemessen. Das Einstellen der Einbettungsorgane funktioniert komplett ohne Werkzeug. Die Klutenräumer sind optional. Die Zwischenandruckrolle kann man rein- oder rausschwenken. Dafür gibt es vier Druckstufen von 26 bis 45 kg und sechs Positionen für den Anstellwinkel der beiden Andruckrollen. Das bietet die maximalen Einstellmöglichkeiten für die Saatguteinbettung. Bei unserem Testgerät konnten sich die Außenausleger frei dem Boden anpassen. Deswegen gibt es an dieser mechanischen Variante insgesamt drei Getriebe für die Saatmengeneinstellung. In der Variante mit Starrrahmen ist nur ein Getriebe verbaut. Das Abschalten einzelner Reihen erfolgt auch bei Monosem über Schlingfederkupplung. Um das Section Control einzustellen, muss man die Vorschaltzeiten im Müller-Terminal in Millisekunden verändern. Hier sollte man auch die Zentimeter eingeben können. Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit verschlechterte sich die Standgenauigkeit des Monosem-Geräts nur minimal. Sie liegt genau in der Mitte unserer fünf Testkandidaten. Ein Grund dafür dürfte der ruhige Schallauf dank der Monoshocks-Dämpfung sein.